Hallo und herzlich willkommen, liebe YugiTuber, zu meinem zweiten The Duelist Genesis OCG Box Opening Video. Ja, in der ersten Box hatten wir schon wirklich eine Menge gute Karten gepult. Bis auf zwei Commons, alle Commons hatten wir gepult. Dann vier verschiedene Super Rares auch schon, inklusive dem Sternenstaubdrachen in Ultra und in Ghost Rare oder wie er heute im OCG heißt, in dieser Söldnerstufe Holographic Rare. Und dann auch noch den Rotdrachen Erzunterweltler und noch so einiges mehr. Ja, und jetzt, über 2 Monate später, kommt auch mal eine weitere Box. Und ja, uns fehlen noch so Karten wie zum Beispiel Montagedrachen, Zwillingslaufdrache, Nitrokrieger, Gojo-Wächter und so weiter. Ja, also ich würde sagen, ohne hier länger rumzuschwafeln, sehen wir uns gleich mal die ersten Karten an. Wie ihr wisst, werde ich auch hier natürlich nur noch die Holos und Rares, sofern mir der Name hier dazu noch einfällt, nennen, weil sonst würde dieses Video auch hier wieder viel zu lange gehen und ja, das wollen wir ja auch nicht und ja. Den hatten wir leider schon, kommt mir noch bekannt vor, hier mal den finsteren Resonator und den Gojo-Wächter in Ultimate, nice, sehr schön, dafür geht es mir mal einen Daumen nach oben, freut mich auf jeden Fall schon mal sehr, also eine erste Holo, die wir noch nicht hatten, haben wir schon mal gepult. Von den Kamen zu die Nummer 20 und 43 fehlen, also auch hier hätten wir dann schon einiges. Die Nummer 17, diesen Psi-Wissenschaftler, was das ist, hatten wir auch schon in der ersten Box gepult. Denn wie ihr vielleicht euch schon denken könnt oder wisst, ich habe ja auch immer bei mir noch in der Nähe eine Liste noch mit den fehlenden Karten und ja. Somit tue ich mich dann auch ein bisschen leichter, damit ich weiß, welche Karten fehlen und welche nicht. Ja, auch diese verborgenen Titanimatten oder was das in Rare ist, hatten wir auch schon in der ersten Box gepult. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das natürlich hier nicht übel, dass ich jetzt die Namen nicht mehr weiß, aber es ist doch schon wieder 2 Monate her. Und ja, da kann man dann auch schon mal das ein oder andere leider auch vergessen. Aber die Psi-Schnecke, also die Nummer 21 vom Set Nummer, habe ich noch nicht. Also auch schon mal eine weitere neue Karte, um dieses tolle Set langsam aber sicher zu komplettieren. Dann dieser Schrottregen hatten wir auch schon in der ersten Box gepult. Also bis jetzt schon mal zwei Karten, die uns noch gefehlt hatten. Und ja, so kann es eigentlich weitergehen. Ja, hier war leider jetzt nichts Neues mehr dabei. Und ja, ich werde auch auf jeden Fall auch bald mal dann das zweite Set von 5Ds öffnen, also Crossroads of Chaos mit dem schwarzen Rosendrachen. Also bleibt einfach da weiter dran. Nur ich wollte jetzt einfach mal noch diese Woche wieder der magische Android. Ist eigentlich eine richtig gute Kamen im OCG. Und ja,
Wie gesagt, ich wollte jetzt einfach mal diese Woche noch meine zweite Duelist Genesis Box öffnen und meine zweite Code of the Duelist Box, die dann auch in den nächsten paar Tagen folgen sollte. Hier haben wir die Nummer 8. Den Mittelteil Golem in Super Rare, aber hatten wir leider auch schon in der ersten Box. Also hier schon mal nichts Neues dabei. Aber dennoch eine wichtige Karte von Jack Atlas. Dann die Nummer 20, der Psi-Befehlshaber in Kamen, den hatten wir auch noch nicht. Den lege ich jetzt einfach mal hier zur Seite. Und ja, wie gesagt, da wird es dann nächste Woche dann natürlich mit Crossroads of Chaos auch mal weitergehen. Aber leider auch nichts Neues dabei. Denn ihr wollt ja auch noch die anderen Booster-Sets sehen. Ich natürlich genauso. Nummer 34, King Kabio, hatten wir auch noch nicht in Kamen. Also auch eine Karte, die wir jetzt wieder dazu bekommen haben. Ist auch ein Spirit Monster. Finde ich auch richtig genial. Also wie ihr wisst, ich mag ja auch echt wahnsinnig gern die Spirit Monster. Als ich das erste Mal damals bei dem Cyberspace Story Arc mit dem Stiefbruder von Kaiba und Mokuba auftaucht und auch dann man etwas über ihren Stiefvater Gosaburo erfahren hat und ja, war schon ganz cool. Dann die Nummer 60 hatten wir auch schon in der ersten Box als Rare gepult. Gut, sonst hier auch nichts Neues. Und ja, seitdem mag ich die Spirit Monster eigentlich total gerne. Ich fand die Artworks auch richtig genial, ob es jetzt der Ashura-Priester ist oder die große Langnase, Yatagarasu, dann das weiße Kaninchen in der Bar. Also hier haben wir Susa, der Soldat, der gehört natürlich auch dazu. Also eine meiner absoluten Lieblingskarten, das müsste glaube ich Kusanagi sein. Dann Turbo Booster natürlich, das weiß ich auch noch. Wie gesagt, sind auch hier wieder übelst viele geile Karten dabei, auch wie gesagt, damals auch erstmalig wieder Support für Spirit Monster, auch der Spiegel. Rotdrachen, Erz und der Häutlein Ultra, nice. Hatten wir zwar schon, aber wie ihr wisst, ich würde ja auch die 5D-Stacks, also zumindest die wichtigsten Nachbarn, und jetzt habe ich ihn auch einmal doppelt. Und somit kann ich dann den für ein Jack Atlas Deck verwenden. Sehr schön. Auch hier sonst nichts Neues dabei. Aber ja, wie gesagt, da wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch was kommen. Ah, ernsthaft. Ein Sternenstaubdrache in Ultra, nice. Auch nicht schlecht. Sind so bis jetzt leider schon drei Holos, die wir doppelt haben, aber ja. Ich beschwere mich jetzt da mal hier nicht. Ja, diese Psi-Zauberkarte hatten wir auch schon in der ersten Box gepult. Aber ja, es könnte natürlich dennoch, wie gesagt, von den Holopuls ein bisschen besser sein. Aber ja, man kann halt eben nicht alles haben. Die hatten wir auch schon jetzt mehrmals. Sonst auch nichts Neues hier. Dann Nester Nadelwürmer hatten wir auch schon in der ersten Box. Ja, es kommt hier irgendwie jetzt gar nichts Neues mehr dabei. Zumindest ein paar Rares würde ich mir noch wünschen, die wir noch nicht haben.
Ja, hatten wir auch schon die Nummer 67. Aber ansonsten eigentlich auch eine coole Box bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Dann der Kleinteil Golem. Einfach aus dem Grund wäre das jetzt meine erste Box gewesen, hätte ich gleich mal Gojo-Wächter, Rotrauchen, Essunterwäldler und Sternstaubdrache gepult. In einer Box, also wow. Immer wieder magischer Android. Weil, wie gesagt, ich bin mir da persönlich wirklich nicht so sicher, ob wir im TCG in einer Box diese drei Karten eigentlich ja eher nicht. Könnte zwar möglich sein, aber ich glaube es nicht, weil das wäre einfach zu krass. Und die Nummer 23, Zerstörungsdron, hatten wir Gott sei Dank als Rare auch noch nicht. Also auch hier mal wieder eine neue Rare, die uns noch gefehlt hat. Also bis jetzt immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Karten, die wir unserer Set Collection sehr gerne hinzufügen können. Und nice, die Nummer 29. Der Zwillingslaufdrache in Rare. Sehr schön. Perfekt. Freut mich auf jeden Fall, dass wir diese Karte noch nicht hatten. Gut, diesen Psy-Buffet haben hatten wir jetzt schon. Also ich werde ihn kein zweites Mal rauslegen. Ja, ich würde mich halt fragen, was wir noch so als Super Rares pullen können. Was ist hier los? Zweite Box. Zweiter Sternstaubdrache in Ghost oder wie er heute im OCG heißt, Holographic Rare. Alter. Nice. Oh. Also das ist auf jeden Fall eine Badass-Karte. Lege ich mal hier oben hin. Ja, finde ich cool, wie gesagt. Jetzt habe ich schon drei oder vier so Ghost Rares, also läuft. Und davon zweimal den Sternenstabdrachen. Also wow. Ist zwar koreanisch und unlimitiert, aber das ist mir sowas von egal. Ich finde diese Karte dennoch sehr, sehr schön und geil. Auch wenn es halt auf Koreanisch ist. Also wie gesagt, für Sammler kann ich immer wieder sagen, kann ich euch diese Karte nur empfehlen. Dann das schwarze Zahnrad in Super Rare, naja, hatten wir leider auch schon in der ersten Box. Naja. Wie gesagt, ich beschwere mich bei den Holopuls nicht bis halt auf diese beiden hier, aber der Rest ist eigentlich wirklich echt Hammer. Und Yamato no Kami, nice, die Nummer 35 in Rare, die hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Also zumindest bei den Rare-Karten haben wir jetzt schon einiges dazu bekommen. Für die doppelte Holo-Sammlung natürlich auch einiges. Ah, Stachelschraubenigel in Super Rare. Schade, hatten wir auch schon in der ersten Box. Aber wie gesagt, ich habe ja auch wirklich viele, viele Holos. Neben der Set-Sammlung halt auch in einem Ordner für doppelte Holos. Also, ich beschwere mich da mal nicht. Hier war jetzt leider nichts Neues dabei. Aber es ist natürlich schon echt heftig, wenn man bedenkt, in zwei Boxen hintereinander jeweils zwei Sternenstaubdrachen, einer in Ultra und einer in Ghost. Und halt dann auch noch Truthrachen Erzunterweitler und jetzt halt noch in Ultimate der Gojo-Wächter. Also wow.
Und Kampfgeist in Rare. Sehr schön. Hatten wir natürlich auch noch nicht. Also zumindest was die Rares betrifft, bekommen wir viele neue Karten hinzu, die uns noch gefehlt haben. Dann die Nummer 68 hatten wir leider schon in der ersten Box als Rare. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, eigentlich schon eine gute Box. Auch wenn hier leider wieder doch einige Holos dabei sind, die ich leider für die Set-Sammlung nicht verwenden kann, da ich sie ja schon in der ersten Box gepult habe. Aber wie gesagt, ich beschwere mich da jetzt mal wirklich nicht. Dann die Nummer 70 hatten wir auch schon in der ersten Box in Rare gepult. Also, wie gesagt, so viel fehlt hier jetzt auch nicht mehr. Es sind jetzt meistens noch vereinzelt Rares und Holos. Ah, das ist das Einzige, was ich bei den koreanischen Yu-Gi-Oh! Karten blöd finde. Wenn man mal Ultimates in einer Box hat, sind sie meistens zweimal dieselbe Ultimate. Und wenn man Pech hat, ist dann eine der beiden Ultras auch schon dieselbe Karte, die man in Ultimate gepult hat. Ja, noch ein Gojo-Wächter in Ultimate, das heißt, einer kommt in meine Set-Sammlung und einer in meine doppelte Holo-Sammlung. Dann vorletztes Pack. Hier war schon mal nichts mehr drin, wie gesagt. Hier müsste dann noch die letzte Super Rare drin sein. Vielleicht haben wir hier noch etwas, was wir brauchen können. Okay. Hier haben wir nur drei Super Rares in der Box gehabt. Ja, okay. Ja, gut, wie gesagt. Es sind dennoch wirklich viele gute Rares dabei gewesen, die uns noch gefehlt haben. Leider eher drei Super Rares, die ich jetzt nicht mehr so gebraucht hätte. Dann zweimal Gojo-Wächter in Ultimate, ja, einer hätte mir auch genügt. Dann nochmal Rotdrachen, Erzunterwäldler, Sternstadtdrache in Ultra. Und natürlich der Boss schlechthin, der zweite Sternstadtdrache in Ghost oder halt, da es ja die OSG-Variante ist, in Holographic Rare. Nice. Ja, damit sind wir noch am Ende dieses kleinen, aber feinen Openings angelangt, liebe YouTuber. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh! Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. Bis bald, euer Card Collector 116.